aus dem Bereich Etikette to go, meine sehr geehrten Damen und Herren an den Monitoren, ein herzliches Hallo. Heute geht es um das Thema Geschäftsessen oder Essenseinladung im Vorstellungsprozess. Wie Sie es denn richtig machen. Das Geschäftsessen oder das Essen im Vorstellungsgespräch kann den einen oder anderen noch leicht in Verlegenheit bringen. Beherrscht man die Regeln und Sitten beim Tisch, ist es ein leichtes, sich auf die Inhalte des Gespräches zu konzentrieren. Dann wird die Speise auf dem Teller zur Nebensache. Und damit Sie sicher durch Ihr Geschäftsessen kommen, haben wir für Sie die wichtigsten 10 Etikette-Regeln bei Tisch zusammengestellt. Heute die ersten 3 und in den nächsten beiden Wochen die zweiten und dritten Teile. Wie sieht es denn mit der Serviette aus auf dem Schoß? Legen Sie die Serviette auf den Schoß, bevor Sie die Speisekarte zur Hand nehmen. Bei einem vorbestellten Menü in größerer Runde nehmen Sie die Serviette erst, wenn der erste Gang serviert wird. Der Brotkorb ist bekannt. Die Frage, wann darf man zugreifen? Auch wenn der Hunger noch so groß ist, der Brotkorb sollte nicht schon vor der Weinbestellung leer gegessen sein. Grundsätzlich sind Brot und Butter Beilagen zur Vorspeise. Nach dem ersten Schluck Wein zum Beispiel kann man aber schon mal zugreifen. Und wie sieht es mit dem Brot aus? Darf man es schneiden? Ganz wichtig, meine Damen und Herren, Brot wird gebrochen, nicht geschnitten. Gerade in Vorstellungsprozessen wird eben auf solche Themen sehr, sehr stark geachtet. Brechen Sie mundgerechte Stücke ab und bestreichen Sie diese dann mit der Butter oder dem anderen gereichten Brotaufstrich. Man nennt es die sogenannte Brötchen-Flöckchen-Methode. Das kleine Buttermesser bleibt übrigens immer auf dem Brotteller. Auch der Brotteller bleibt unverändert auf der linken Seite Ihres Gedeckes stehen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie noch einfach diesen Kanal. Sie bekommen circa wöchentlich kleine Tipps, Anregungen und Inspirationen zum Thema Benimm. Und ich freue mich, wenn Sie einen Daumen hoch geben, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Unten in der Information finden Sie auch den Link zu den Webinaren zum Thema Etikette, kostenlos oder Protokoll, Tischetikette oder auch der Dresscode. Reinschauen lohnt sich. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Hallo.